Ja, hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich gleich mal zwei ganz interessante Mods, die ich euch zeigen will. Und zwar einmal eine neue Strecke, eine neue alte Strecke, und zwar die kleine Nordschleife. Da ist also jemand hergegangen und hat die besten Teile oder zumindest einige Teile der Nordschleife neu zusammengesetzt und hat daraus einen kleinen Kurs gemacht. Werdet ihr gleich sehen, wenn es um den Kurs geht, dass das also alles Kurven und Stellen sind, die ihr von der Nordschleife her kennt. Und man hat vor allen Dingen die 1967er Nordschleife genommen, um da die Teile zu entnehmen. Einiges davon werdet ihr sicherlich wiedererkennen. Ja, und das Zweite, was ich euch zeigen will, ist das BTCC Legends Mod. 90er BTCC Autos, die englische Tourenwagenserie. Also BTCC heißt ja British Touring Car Championship. Und da gibt es einen ganzen Haufen verschiedene Modelle, alle aus den Jahren 96 bis 99. Und das sieht also schon mal richtig gut aus. Und um das Ganze noch ein bisschen kompletter zu machen, habe ich zwei fehlende Autos hier ergänzt, die nicht in dem Mod drin sind. Und zwar einmal den Nissan Primera und einmal den BMW 320i. Die sind beide in den Jahren in der BTCC mitgefahren, sind aber wie gesagt nicht Teil des Mods, die sind separat erhältlich. Und so haben wir hier also ein ganzes Fahrerfeld voller schöner Autos. Alle Fahrzeuge sind auch noch in verschiedenen Lackierungen zu haben. Außer von dem Alpha, da gibt es nur diese eine Lackierung, aber von allen anderen Fahrzeugen gibt es jeweils unterschiedliche Lackierungen, die aus den unterschiedlichen Jahrgängen hervorgegangen sind. Ich kann also sagen, dass die Autos untereinander wirklich hervorragend gematcht sind. Die Leistung und die Rundenzeiten sind sehr, sehr gleich. Sogar die beiden Fahrzeuge von dem anderen Modder, die ich hinzugefügt habe, selbst die sind also absolut auf dem gleichen Niveau. Und ich vermute mal, man hat sich da aneinander orientiert, damit die Autos auch zueinander passen. Warum sind die Autos was Besonderes für mich? Ja, weil im Prinzip das eine der ersten Rennsimulationen war, mit denen ich angefangen habe. Zunächst auf der PlayStation, auf der allerersten PlayStation. Da hieß das dann Toka Touring Cars oder Tokan Touring Cars 2. Das kam dann später auch noch auf dem PC bei mir. Und das waren also eben genau diese Autos der britischen Tourenwagenmeisterschaft. Und damit habe ich ganz schön viele Stunden verbracht damals. Das war wirklich toll zu fahren für die damaligen Verhältnisse. Und von daher hat mich diese Rennserie also auch nicht wieder so richtig losgelassen. Die gibt es ja bis heute. Allerdings sind es heute natürlich eher die frontangetriebenen Autos, die man auch im sonstigen Europa findet. In den 90ern hatte die BTCC schon ziemlich viel Eigenes, obwohl dann in Deutschland auch die Serie gefahren wurde mit diesen 2-Liter Tourenwagen. Hieß damals STW bei uns, die Super Tourenwagen, war der Nachfolger von der DTM. Und weil es halt eben eine kleinere Klasse und ein Nachfolger war, war das in Deutschland zunächst erstmal nicht so wirklich spektakulär und hat ziemlich viele Leute enttäuscht. Wenn man diese Autos aber heute nochmal fahren sieht, auf diversen Tourenwagen-Classic-Veranstaltungen und so weiter, dann sieht man erstmal, wie schnell und wie spektakulär die eigentlich gewesen sind und wie gut die sich vor allen Dingen angehört haben. Vor allen Dingen hier der grüne Laguna, der hier mitfährt, den sieht man tatsächlich auf diesen Oldtimer- oder auf diesen Youngtimer-Veranstaltungen öfter mal oder auch eben die diversen 320er BMWs. Ziemlich spektakuläre Autos. Kann man sich immer mal wieder gerne angucken und anhören. Ja, ich bin hier in dem Alpha 156 unterwegs und fahre also einfach mal ein Rennen gegen die Computergegner. Eigentlich, um euch das Ganze hier mal zu zeigen, sind nur 5 Runden, kleines Rennen. Habe mich in die letzte Reihe gestellt, die Fahrerstärke auf 100% gestellt und die Aggression der Gegner zwischen 25 und 40%. Die sollte man nicht so hoch stellen, damit die Gegner nicht
auf alles schießen, was sich bewegt. Und mit dieser Einstellung kann man ganz gut Rennen fahren. Allerdings muss ich sagen, dass es mir in den 5 Runden gelungen ist, doch ziemlich weit nach vorne zu kommen. Und das wäre jetzt, glaube ich, noch nicht ganz realistisch. Da muss ich noch mal ein bisschen dran basteln, um die Gegner hier noch ein bisschen stärker hinzukriegen. Denn ja, so kann man also auch sehen, da ist es doch relativ einfach, vor allen Dingen die anderen dann halt so auf der Bremse zu erwischen, wie ich es jetzt hier also mit dem Mondeo versuche. Da geht es einfach auf der Bremse vorbei, ein bisschen später gebremst und dann hier in diese sehr, sehr enge Schikane eingelenkt. Und schon hat man wieder einen Platz gewonnen. Also ich denke mal, im richtigen Leben wäre das, glaube ich, nicht ganz so einfach. Denn dafür war die Serie in den 90ern bekannt, dass die sich wirklich keinen Zentimeter auf der Strecke gönnen. Da wurde also richtig hart gefochten und wenn da nicht nach dem Rennen mindestens alle Rückspiegel und alle Türgriffe im Graben lagen, dann war irgendwas verkehrt. Also das war wirklich spektakulär und die Karosseriebauer hatten bei den ganzen Rennen doch immer reichlich zu tun, um die Autos bis zum nächsten Rennen wieder glatt zu kriegen. So, jetzt wollen wir bei der nächsten Umfahrt mal ein bisschen auf die Strecke gucken. Hier ist also die alte Südkehre des alten Nürburgrings und das ist also quasi die erste Kurve und der Anfang der Strecke. Jetzt geht es hier auf die Gegengrade. Das ist also so im Ganzen übernommen worden. Quasi die Boxengasse oder die Box, das Boxengebäude selber und die Gerade davor und dahinter, so wie es früher war. Dann wird jetzt hier angebremst und dann geht es dann von der Südschleife runter und dann geht es auf die Nordschleife drauf. Das ist hier die Kurve 1 der Nordschleife. Heute heißt sie Sabine-Schmitz-Kurve und dann ändert sich der Streckenverlauf dann ein bisschen. Dann die ersten Kurven vom Hatzenbach, diese hier, die nimmt man noch mit. Und dann schließt sich hier der Flugplatz an, steht jedenfalls da an den Schildern, die hat man nämlich mit übernommen. Trotzdem fällt es manchmal gar nicht so einfach, die Streckenteile zu erkennen. Denn, wie gesagt, die sind ja in einer Reihenfolge zusammengesetzt, die man so nicht kennt. Und natürlich ist auch die Landschaft ein bisschen anders zusammengesetzt. Also, ja, wo wir jetzt hier sind, das war mir also auch nicht ganz so klar. Könnte quasi die Kurve oder der Streckenverlauf vom Adenauer Forst sein. Hier ist die Arenbergbrücke. Damals hieß die Brücke noch Poststraße. Und eigentlich geht es jetzt hier die Fuchsröhre hinunter. Aber hier gibt es jetzt wieder einen anderen Streckenteil. Geradeaus geht die Steilstrecke hoch. Da haben wir gerade das Schild Kleine Nordschleife gesehen. Und jetzt sind wir hier quasi an der Zufahrt zum Karussell. Das kann man natürlich nicht fehlen lassen, wenn man Teile aus der Nordstrecke, aus der Nordschleife entnimmt. Dieses ist ja die berühmteste Kurve der Nordschleife überhaupt und die muss natürlich sein. Und hier gibt es jetzt die Zufahrt zur Hohen Acht, die ist auch noch so erhalten und dann schließt sich dann wieder ein anderer Streckenteil an. Diese extrem enge Schikane soll wohl der Teil vom Adenauer Forst sein oder diese sehr enge Schikane im Adenauer Forst ist hier auf dieser Strecke eigentlich so der einzige Teil, wo der ganze Flow so ein bisschen verloren geht. Sehr, sehr eng, wie gesagt, kann man auch natürlich nicht überholen. Ansonsten ist die Strecke wirklich gut gelungen und hat einen echt sehr schönen Fluss. Und dann gibt es eine sehr schnelle S-Kombination und dann kommt der Tiergarten, der natürlich dann normalerweise auch nicht dahin gehört. Und dann sind wir schon wieder auf der Start-Ziel-Geraden. Die Boxengasse, wie man hier sieht, natürlich wie in den 60er und 70er Jahren. Da gab es noch keine richtige Boxenabtrennung. Da ist man einfach rechts rangefahren. Und das hat man hier so übernommen. Und jetzt sind wir wieder in der Südkehre. Und da kommen wir wieder auf die Gegenfahrbahn. Hier bettle ich mich gerade mit meinem Teamkollegen. Dummerweise habe ich uns beiden da die gleichen Autos verpasst. Natürlich gibt es von dem Alpha auch zwei verschiedene. Aber ja, der Fehler ist mir unterlaufen. Zweimal das Auto von Fabrizio Giovanardi dabei. Das Auto von Nicola Larini ist natürlich das zweite. Aber den Teamkollegen haben wir jetzt auch geknackt und
Der nächste ist also jetzt der Laguna. Ja, die Kameraposition fand ich so ein bisschen eigenartig. Da sieht man den Fahrer von hinten bei der Arbeit. Aber naja, jetzt bin ich schon auf Platz 3. Wie gesagt, das geht ein bisschen schnell hier mit diesen Autos. Da muss ich noch ein bisschen dran schrauben. Der Zweitplatzierte ist der Laguna vor mir und auf Platz 1 im Moment der Ford Mondeo. Und da ist jetzt das Ziel natürlich, die beiden auch noch zu knacken bis zum Rennende. Besonders hier der gelbblaue Mondeo und der grüne Laguna, das waren eigentlich so die beiden optisch spektakulärsten Autos. Die Lackierung von dem Mondeo finde ich wirklich klasse, sehr auffällig. Und der grüne Nescafé Fujitsu gesponserte Renault Laguna, auch ein tolles Auto. Wie gesagt, konnte ich schon auf einer historischen Rennveranstaltung im Original beobachten. Richtig laut, richtig schnell und sehr spektakulär. Klasse Auto. Und da habe ich mir den Laguna ausgangs des Karussells geschnappt. Und weil die Jungs da aus dem Karussell irgendwie schlecht rauskommen, bin ich dann auch gleich noch am Mondeo vorbei. Und jetzt Flucht nach vorn. Die enge Schikane. Und jetzt habe ich noch eine Runde zu fahren und dann schauen wir mal, ob es mir gelingt, das Ding nach Hause zu fahren und noch ein bisschen Vorsprung rauszufahren auf die anderen. Und jetzt kann man ja frei fahren und muss nicht mehr dann bremsen, wenn die anderen bremsen. Die Gegner bremsen zum Teil etwas früh und fahren etwas vorsichtig. Das wird man als menschlicher Fahrer nicht unbedingt immer so machen. Denn die Autos liegen wirklich gut, also die sind auf Anhieb super zu fahren. Ich bin jetzt auch hier tatsächlich verschiedene Autos mit dem Serien-Setup gefahren auf dieser Strecke, habe nichts dran geschraubt, nicht mal an der Untersetzung. Und das ging eigentlich gleich so und sind eigentlich alle, die ich ausprobiert habe, sehr, sehr gleichwertig und wirklich schön zu fahren. Spätere BTCR-Autos, also die Nachfolger dieser Fahrzeuge, die sind ganz schön aggressiv auf dem Heck. Da beim Bremsen kommt das Heck immer schon mal gerne rum. Das konnte man hier jetzt eigentlich gar nicht so feststellen. Man könnte sie schon fast als gutmütig bezeichnen. Normalerweise, wenn man neue Autos fährt, dann braucht man ja ein bisschen, um sich einzufahren. Und ich habe hier vor dem Rennen vielleicht 10, 15 Runden gefahren, um mich an die verschiedenen Autos zu gewöhnen, um mir alles mal anzugucken. Man kann auch Unterschiede zwischen den Autos natürlich feststellen, nicht nur im Sound und an der Ausstattung. Die fahren tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich. Am schwierigsten persönlich fand ich tatsächlich den Audi, obwohl der tatsächlich hier in der Serie ja mit Allradantrieb gefahren ist. Fand ich etwas schwieriger zu fahren. Vielleicht liegt es an dem Allradantrieb. Die anderen Autos sind ja eigentlich alle frontgetrieben. Der BMW ist natürlich heckgetrieben, aber alles andere ist frontgetrieben und die sind erstaunlich gut zu fahren. Hier jetzt nochmal das Schild, die kleine Nordschleife steht hier irgendwo an der Strecke und jetzt geht es so langsam aufs Ziel zu. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video eine kleine Freude bereiten. Euch gefällt vielleicht die Strecke und auch die Autos. Die Links dazu packe ich wie immer unter das Video. Die Strecke gibt es bei Race Department, ist gemacht von einem Modder namens Shin. Und zu den Autos gibt es tatsächlich keine Angabe zu dem Modder. Da habe ich einen Link bei SimRace247 gefunden. Einer englischen Webseite, die ihrerseits absolut zu empfehlen ist. Viele schöne Artikel aus verschiedenen Rennsimulationen und immer wieder Links und Hinweise zu Veranstaltungen und so weiter. Ja, den Link zu dem Magazin packe ich euch hier auch mit rein, weil da gibt es dann diese Autos und da gibt es nur einen Link von Mega Downloads und da ist leider kein Modder angegeben, sonst würde ich den natürlich erwähnen. Denn wie gesagt, diese Zusammenstellung hat wirklich Spaß gemacht, wirklich toll, eine absolute Empfehlung. Und jetzt geht's über die Ziellinie, hab das Ding tatsächlich gewonnen und noch mehr würde ich gewinnen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und
falls nicht schon geschehen, auch die Seite abonniert, damit ihr nichts verpasst, was in Zukunft hier so kommt. Wird in den nächsten Tagen noch ein paar neue Videos geben, aber bis dahin sage ich erstmal ciao ciao.